Und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen The Survey. Die Befragung? Umfrage? Oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so grob übersetzt. Ja, auf Geheimtipp von der Sandra, der, warte mal, wie heißt sie? Kagome 2103, glaube ich. Ja, eine Abonnentin von mir. War so ein kleiner Geheimtipp. Dachte ich, ich gucke sie mir mal an. Und, ja. Nicht lange schwafeln, wir legen einfach mal los. Wo ist meine Maus? Hier. New Game! Und die Musik ist cool. La, la. 9%. Das dauert so lange. Kann ich ja nochmal auf die Optionen gehen? Nein, kann ich nicht. Doch, kann ich. Boah, das sieht ja cool aus. Hab ich alles auf Ultra oder so? Ich weiß es nicht. Fullscreen mal 8. Irgendwie so. Ja, und halt, warte mal, Lautstärke? Ich glaube, ich mach's mal ein bisschen leiser, so. Sonst hört man mich ja gar nicht mehr. Hoffe ich. Okay, Press Space Key. Ja, mach ich. Los geht's. Aha, hat sich mal erstmal gut umgeguckt. Okay, Alter, die Maus-Sensitivity, die ist, naja, angenehm. Interact, okay. Habe ich eine, ich habe keine Taschenlampe. Oh Gott, wartet mal. Ich komme hier nicht raus. Was ist das denn? Ich wollte jetzt die Maus ein bisschen, aber das geht nicht. Kann ich den Schalter hier? Nein. Alter. Das ist ja krass. Mein eigener Schatten. Okay, wo muss ich denn hin? Es ist so fürchterlich dunkel. Ich habe kein Licht, ne? Alter, ist das dunkel. Warte mal, hier ist eine Taschenlampe. Kann ich die nehmen? Ja. Ja, wunderbar. Okay. Das Haus erinnert mich irgendwie ein bisschen von der Architektur an Nightfall oder so. Und natürlich die Wackellampe aus PT, ist klar. Ne, ich gucke erstmal ein bisschen oben rum. Okay, hier ist zu. Hier ist offen, das ist schön. Das ist die Waschküche. Die kann ich wohl nicht aufmachen, die Waschmaschine. Okay, ich habe Füße, das ist schon... Oh, ist ja wunderbar. Ich glaube, ich mache auch erstmal die erste Folge mal ohne Fratzencam. Ich weiß es nicht, ob das gewünscht ist. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr gruselig das wird. Hier ist ein Zettel, hier kann ich aber auch nichts machen. Vor allem, also das Game ist ja schon... Oh, warte mal, da liegt ein Schlüssel. Kann ich den nicht nehmen? Hey, ich kann zoomen. Ich liebe Spiele, wo man zoomen kann. Das ist toll. Habe ich gemeint, ich hätte was gesehen. Ja, ich liebe Spiele, wo man zoomen kann. Finde ich mega toll. Okay, Kleiderschrank. Den können wir aufmachen. Was ist das hier? Kann ich nur wieder zumachen. Na gut. Ach, guck an. Können wir ja Licht machen, das ist ja wunderbar. Aber hier ist doch ein Schlüssel. Warum kann ich diesen Schlüssel dann nicht nehmen? Alte Fluppe. Zwei sogar. Okay, Schubladen kann ich nicht aufmachen, ne? Nee. Ja. Uah. Wunderbar. Hier. Oh. Das sieht ja sehr einladend aus hier. Gibt's hier Licht? Machen wir mal Lichtgrad. Okay, das sieht sehr mysteriös aus hier. Fernseh. Alter, es ist hell. Okay. Was haben wir denn hier? Zwei. Ist das ein Tipp? Richtig, SD. Ist das ein Code oder irgendwie? Okay. Hier ist nichts. 2 SD. Kann ich umschalten? Nein. Okay. Gib mir mal Licht hier, bitte. Dank.
merke sehr. Ich bin ja schon mal froh, dass ich keine Batterien brauche für meine Taschenlampe. Höchstwahrscheinlich. Ich habe mal wieder kein Spiegelbild. Ist klar. Okay, das funktioniert. Aha. Kann ich in die Hocke? Warte. Nein. Hier gibt's nichts mit Hocke. Okay, was haben wir denn hier? Ein schönes, wohlgeformtes Badezimmer. Moment. Schade, kann ich nicht. Okay, das mit dem Regensound ist ein bisschen komisch. Der fängt immer wieder von vorne an. Das ist etwas verwirrend, weil das einfach so, naja, schlagartig aufhört. Der ist auch Licht. Wir machen einfach mal überall Licht. Okay, hier geht's nicht. Das wundert mich. Hier geht's nicht. Hier kommt man nicht rein, ne? Hier ist dicht. Ich könnte mal ein bisschen das Foto angucken hier. Ey, was ist das denn? Hier ist schon wieder so ein Tipp. Warte mal, das ist Nummer 4, ne? Glaube ich. Das ist die römische 4. 4D. Und das andere war 2SD. Okay, das müssen, vielleicht müssen wir uns das merken, ich weiß es nicht. Hier brennt ein Kerzchen. Hier machen wir mal Licht. Was ist denn hier? Kommt man nicht raus? Das ist wahrscheinlich die Eingangstür. Okay, das sieht echt schon cool aus. Ja, nix drin. Muss ich mich in Schränke verstecken? Ich hoffe es nicht. Ich will es nicht hoffen. Alter, hier ist aber ganz schön dunkel. Gibt's ja auch ein Licht. Wahnsinn. Oh, das Licht. Die Küche erinnert mich ein bisschen an God's Basement, an diese eine Küche. Warum läuft hier der Wasserhahn? Mach den gerade mal aus. Hier vibriert was. Ich glaube, da klingelt irgendwo gerade ein Handy. Boah, das sieht ja irgendwie geil aus. Das ist ja cool. Was ist das? Ein Fragezeichen. Ich würde aber gern erst einmal ans Handy gehen. Warte. Use the cell phone by pressing the space button. Space button. Locked enter 5 tickets. 5 tickets? What? 5 tickets habe ich nicht. 2, 4? Ich weiß es nicht. Warte mal. Das eine war SD, ne? Die 2 war SD. Vielleicht kriegen wir den Code noch. Müssen wir mal schauen. Wir gucken uns mal die Zettel hier erstmal an. P. Ach, das ist das Pause-Menü. Ah, okay, alles klar. Documents. Mary Walker. Oh Gott, mein Englisch ist ja super. Überfliegt das mal gerade. 8. März 2003. I haven't written this journal in a while. Ich hätte gerne Übersetzung. I finished this entry up after I cooked dinner. Okay. Ja, gut. Alles klar. Da war aber noch ein Zettel, ne? Was ist das? Hier ist noch einer. Warte. Hallo? Master Bedroom. Other Bedroom. Living Room. Look for the channel numbers. Unlock it quickly. She's watching you. Don't leave the static on for too long. It makes her earth bleed. Right now she's upstairs waiting for you. Master Bedroom. Other Bedroom and the Living Room. Look for the Channel Numbers. Channel Numbers. Ah, okay. Das ist... Okay. Master Bedroom, Other Bedroom, Living Room. Okay, das heißt, hier müsste doch eigentlich nochmal... Ah. Da, was ist das jetzt? Das ist jetzt die... Oh Gott, was ist das? 11? Nein, 9, oder? Was ist denn das für eine Zahl? 9, oder? Könnte 9 sein, wahrscheinlich. Okay, warte. Ja, also, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist oben irgendjemand und verfolgt mich. Oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wer ich bin. Ich
weiß es nicht. Keine Ahnung, irgendwie sieht es komisch aus. Das ist der Living Room, ne? Nee. Das ist das Esszimmer. Gott, hier wackeln auch die Lampen. Das ist jetzt 8. Dann hätten wir... Okay, wir müssen nochmal... Hier ist doch... Können wir hier nochmal Licht machen irgendwie? Jawohl. Schön. 8. Wir gucken nochmal. Also das ist das Hauptschlafzimmer, glaube ich, ne? Also Master-Dingens. Das heißt, hier müsste doch eigentlich auch irgendwas hängen, oder? Vielleicht hier drin. Oder? Nein? Oder ich habe es einfach übersehen. Hä? Hä? Channel? Wie kann ich denn den Channel wechseln? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wartet mal. E to interact, right mouse key, ja ist klar, natürlich, to use it. Ach so. Es sind auf jeden Fall 5 Digits. Ja, okay. Muss ich die Fernseher anmachen? Ich glaube nicht, oder? Kannst du mir zumindest nicht vorstellen. Kann ich die Schränke aufmachen hier? Nein, ne? Aber das ist doch ein Master Bedroom, oder? Gab ja nochmal eins, ne? Schwierig. Okay, wartet mal. Hier ist noch 2 SD. Was heißt denn das? SD, bitte. Ich müsste mir das fast mal aufschreiben. Wartet mal eben. Ich brauche was zum Kritzeln. Wartet. Ich bin gleich soweit. Wo ist mein Stiftchen? Hier ist mein Stiftchen. Also, pass auf. Die 2, das ist SD. So, warte. Okay. Wo war das andere noch? Da war doch nochmal irgendwas. War denn das jetzt? Hier drin? Nein. hier vielleicht? Nein. Hier ist auch nichts. Wo war denn das andere? Ach, hier ist nochmal, ne? Okay, das ist jetzt 4. D. Punkt. Hä? Es sind auf jeden Fall 5. Wir schauen nochmal hier in die Küche. Hier ist nochmal eins gewesen, ne? Oder? Hier. Also ist das jetzt der Living Room? Ich weiß es gar nicht. Also das, für mich ist das eigentlich eher so ein Esszimmer. Das müsste irgendwie eine 8 sein. Mit G-O. Was heißt denn das bitte? Ich bin verwirrt. Ist nichts Seltenes. Ich bin ständig verwirrt. Hier in der Küche ist jetzt nichts, ne? Was ist das denn hier? Hier war noch was. Für mich ist das jetzt eigentlich der Living Room, ne? Okay, ist das jetzt... Was ist denn das für eine... Ist das eine 9? Kann das sein? Nein, das ist doch keine 9. 1x... Ist das eine 11? Ich schreibe es einfach mal kurz auf. 1x... EI. Jetzt ist bloß die Frage, welche Reihenfolge. Also es könnte eine 11 sein wahrscheinlich, ne? Okay, wartet mal. Ich probiere das jetzt mal. Ihr seht jetzt die Maus nicht. Okay, passt auf. Ich nehme mal einmal die 2. Dann die 4.
Dann einmal die 8. Und 1, 1. Enter. Okay, das war falsch. Eine Stunde später. 4, 2, 8, 1, 1. Auch nicht. Verdammt. 2 Stunden später. Verdammt. 3 Uhr 28 nachts. Probier gerade einfach mal. Hä, aber das ist doch 11, oder nicht? So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So, da bin ich wieder. Kurzen Schnitt. Gut, ich musste mich wirklich tatsächlich ein bisschen spoilern. Das mit diesen Tafeln, das war irgendwie total verwirrend, weil... ich habe auf dem Zettel auch das mit diesem Channel gelesen. Das ist, das habe ich aber nicht so richtig deutlich gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, weil wenn ich ein bisschen näher rangehe, ist schwierig zu erkennen. Da ist Channel. Da ist eine 8 dahinter. Das habe ich nicht gesehen. Okay, Channel 8. Und auf dem Zettel stand ja also das als erstes Master Bedroom. Das ist für mich Master Bedroom. Also wäre das jetzt logischerweise eine 8. So. Dann hieß es irgendwie der andere, Other Bedroom, das muss dann wahrscheinlich der hier sein. Weil hier liegt ja auch irgendwie so eine Matratze, also könnte es Other Bedroom sein. Hier ist, boah, das ist hell, eine 2,9. Also hätten wir jetzt 8, 2, 9. Was das da bedeutet, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. 8, 2, 9. So, unten, glaube ich, waren jetzt auch nochmal welche. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier, das ist der Living Room. 8, 2, 9. Und da oben ist eine 9, 7. Also jetzt pass auf, wir probieren das jetzt mal. Also, was war jetzt? 8, 2, 9, 9, 7. Oh! Yippie! Okay. Alter, der Schatten irritiert mich gerade ein bisschen. Was ist das denn alles? Okay, 9.46 Uhr. Aha. Okay, Sleep. Was ist das hier? Closet? Closed? Closed? Help? Warum? Wieso? Hä? Was ist das denn? Okay, was ist das? Work. Hey, it's your manager, Mark. Are you available to work next weekend? Emma can't come, and so it will only be you and Katie. It's going to be a pretty busy weekend, and she could use the extra hand. Thanks. Oh, okay. Help, please. Attempt number 89264. Error 89264. Address unavailable. If you are receiving this, you have been chosen to participate in a nationwide survey. We believe you are qualified to be a representative of a special demographic group. Please proceed to the app found on your mobile device. Was? Wie? Ach cool. Das ist ja geil. Ich gucke. Das ist ja genial. Okay, was ist das denn? Welcome to the survey. If you have chosen to represent Christians. Continue. Are you currently situated in your home? Yes. Are you currently employed? Oh, yes. Do you use your mobile device often? Yes. Did you forget your password for a mobile device? No. Was finding the password for your phone easy or hard? Easy. Okay, hard. Is anyone with you in your house currently? Oh. Das weiß ich nicht. Noch habe ich keinen gesehen. Is anyone supposed to be with you currently? Ich habe keinen. Nein. Are you a college student?
Ich glaube schon. Do you enjoy being home alone? Nicht so wirklich. Does it ever feel creepy when you are home alone? Ja, schon. Have you ever experienced the phenomenon of feeling as if you are being watched, but in reality you are not? Hatte ich schon mal das Gefühl, beobachtet zu werden? Ja, schon. Introverts report this phenomenon quite quickly. You are currently painting stalls as you use. Any of those approaching inside your house? Nein. How many televisions are currently in your house? Warte mal, das waren 1, 2, 3, ne? Ja, genau, 2 plus. Thank you for your... Please take a short break. We will continue the survey shortly. Okay. Continue. Continue. Hallo? Kann ich? Hallo? Ich kann nicht weitermachen. Okay, was ist denn das hier eigentlich? Time until next hind. First answer the questions from the phone. Then wait upstairs for the crash head downstairs and pick up the note in the living room. Ach, ich soll jetzt hochgehen? Auf irgendeinen Crash warten? Head downstairs and pick up the note in the living room. Okay, mach ich. Lampe. Ich mach mal die Fenster auf, die nerven mich gerade ein bisschen. Also, das ist irgendein Test, kann das sein? Also erstmal eine Umfrage. Die machen, ich glaube, ich bin ein Testsubjekt. Kann das sein? Okay, ich gehe jetzt erstmal hoch. Alter! Ha! Leck mich! Tut mir leid, ich bin neugierig. Was war das? Aber ich glaube, das war unten, ne? Das war gar nicht oben. Alter! Da war doch ein Bild. Da war doch ein Bild. Was ist, wenn ich... Sehe ich dann irgendwas? Nein, ne? Okay. Weil auf dem Handy... Auf dem Handy war ja irgend so ein Bild, was den Schrank da gezeigt hat, ne? Alter. Bin ich jetzt erschrocken, ey. Fuck. Alter. Okay. Ich gehe in der nächsten Folge mal runter. Oh Gott, wenn jetzt da nochmal so ein Rätsel kommt, ne? Ich bin halt der englischen Sprache nicht wirklich mächtig und naja. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei The Survey. Danke fürs Zuschauen und bis denn. Tschö mit Ö.